Herzlich willkommen zur 81. Folge Factorio Silog. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Achso, wir waren jetzt hier oben gerade dann. Das heißt, die ganze... Die ganze Geschichte hier muss dann jetzt weg. Und vor allem diese Geschichte hier muss weg. Weil die Water Treatments brauche ich jetzt oben. Und zwar... Und zwar hier oben, genau. Purified Water. Haben wir hier irgendwo Water? Nee, Wasser haben wir hier gerade zufällig nicht. Wir haben aber hier unten Water. So. Das können wir uns hier noch gönnen. Drehen dich mal. Weil das Lean Water hier braucht man nicht. Geben wir da noch mal ein bisschen Purified Water mit rein. Warum wollen die nicht? Oxygengas. Von wo haben die Oxygengas bekommen? Von hier? Habe ich das abgeschlossen? Wo bekommen die denn das Oxygengas hier? Von der Produktion. Ach so, und das würde sonst hier nur verbrannt werden. Alles klar. Okay, habe ich verstanden. Okay, wird mehr. Nein, jo.
Ne, doch, war richtig, Anlage. Das ist ja alles durch. Der Überschuss geht hier oben auch zu Lenfel. Okay, also eigentlich haben wir Lenfel haben wir eigentlich mehr als genug. Hatten wir hier oben Tank zwischengesetzt? Ja, gut. So, das heißt also, wir brauchen die gleiche Geschichte jetzt hier unten. Wir müssen mal ganz kurz hier anhalten. Wir brauchen definitiv noch ein paar Ziegelsteine. Flüssigkeit, hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Hä, wo ist denn das mit drin? Ganz oben bei Logistik? Ach, hier. Okay, Stahlträger. Eisenplatten. Eisenplatten wird jetzt langsam eng. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, das heißt, die rutschen mehr oder weniger immer weiter nach rechts. Rein. So, das heißt, es ist jetzt der zweite, ne? Ja. So, der zweite wäre Jivolite. Könnt ihr damit zwischenpuffern. So, könnt ihr wegarbeiten. Kommt. Ah, hier. Passt. Zehntausend zu 13.000. Da ist auf jeden Fall mehr als genug Speicherkapazität dann vorhanden.
So, und hier wäre es dann im Endeffekt genau andersrum. Setzen wir oben drüber. Macht mehr Sinn. So. Haben wir. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Wir bauen das mal auf die Unterseite, um hier einfach noch mal ein bisschen Platz zu sparen, und zwar Landfill aus Staun. Landfill aus Matt, nein. Ah ne, heißt ja nicht Landfill, heißt ja Sand. Passt. Speichern können wir hier noch mal ungefähr die zehnfache Menge speichern. Und dann würde es jetzt im Endeffekt losgehen, dass wir uns hier hinten relativ weit weg die Ork-Horscher hinsetzen. Und eine Mineral Catalyst Anlage. Die Frage ist, ob wir die Mineral Catalyst Anlage unten drunter setzen für alles und uns dann Fließband hochlegen, oder ob wir das immer vor Ort machen. Ich meine, Mineral Catalysts macht man wie? In auch einem Crystallizer. Das heißt, wir könnten sagen, pass auf, wir bauen wir haben 6 Anlagen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Anlagen, das heißt, wir brauchen 12, wir brauchen 24 Crystallizer. Crystallizer. Haben wir da. Und Crystallizer. Haben wir hier nicht. Gut, das heißt, wir brauchen 24 Crystallizer. Die kosten Ziegelsteine, Basic Circuit Boards. Die gelben Boards. Okay. Das kommt dann im Endeffekt auf diese Anlage mit rein. Dass wir sagen, wir packen einen Crystallizer hier hin, einen Crystallizer dahin, und die machen uns hier Mineral Catalysts. Immer 2 Stück. Dass wir die Anlagen dann so gesehen hier haben.
200, 200, 200, 200. 197. Würde ich sagen, basteln wir da Mineral Catalysts. Mit den Crushed Stone, ja, wir könnten daraus auch noch ein paar Ziegelsteine machen, zumindest ein paar. So, das heißt, wir hätten Eisenerz. Kupfer. Auch mit Stearite und Grotinium. Auch gut. Kupfer, Eisen, Zinn. Auch das kriegen wir so hin. Wunderbar. Dann passt mir das doch so. Dann brauchen wir jetzt wirklich von jeder Anlage hier nur massenhaft. Wir müssen diese Anlage, die wir jetzt hier gebaut haben, überall hier oben da hinsetzen. Was heißt da? Da, da. Das heißt, wir brauchen dann sehr, sehr viele Anlagen. Und können dann daraus Sachen machen. Die berühmten Sachen. So, die Frage ist halt, wir gehen dreimal unten raus, dreimal daraus, 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 daraus. Nee, dreimal oben raus, dreimal unten raus. So. Das heißt, wir haben dann hier Catalysts. Hier Catalyst. So, Problem an der ganzen Geschichte ist, wir haben jetzt hier kein Mineral Sludge mehr. So, ihr arbeitet hier aber alle komplett. Sehe ich das richtig? Das heißt, die Produktion von Crystal Slurry ist zu langsam. Hier haben wir es ja schon optimiert. Aber hier bräuchten wir im Endeffekt Ore Crusher 2. Ne, der Ausgang hier ist voll. Das heißt, wir bräuchten hier im Endeffekt einfach nur schnellere Fließbänder. Das heißt, wir müssten jetzt nach und nach alles auf rote Fließbänder ausbauen.
Das heißt, wir werden jetzt das hier erstmal auf 5 Stacks okay, wir werden das nicht auf 5 Stacks begrenzen. Sondern auf ein paar mehr Stacks. So. Dann kann das nämlich auch in Ruhe volllaufen. Und dann hätten wir jetzt hier unsere Catalysts. Und unser Crushed Saphirite. Und dann können wir sagen, alles da. Wir machen weiter. In der nächsten Folge. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.